mal. Hello again. Also, das ist mein neuestes Projekt, das ich euch heute vorstellen will. Okay, this is my actual project I want to present to you today. And it will be a winter layout in Z-Scale. Also das soll eine Winteranlage werden in Spur Z. Und ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Wird euch wahrscheinlich genauso gehen. Okay, I'm curious how it will turn out, how it will look when it's finished. And I am also very curious to see whether I will be able to realize this to be a winter layout. There are two separate circles, and the power supply will be by 9-volt batteries. I can turn around now. So. Okay. These are the switches on off, and this turns the direction. And two 9-volt batteries supply each circle, and there's one left for illumination if necessary. So, also, wie gesagt, die wird mit zwei 9-Volt Batterien betrieben, für jeden Stromkreis eine. Das hier ist zum Umschalten der Fahrtrichtung und das sind einfach ein Ausschalter. Und ja, hier ist noch ein freier Platz für eine 9-Volt Batterie, falls ich auch noch Beleuchtung brauche. Okay, dann schauen wir mal, wie das Ganze ausgeht. Okay. Let's see how this will come out. So, dann will ich heute mal die Elektrik von der Anlage vorstellen. Läuft also ohne Trafo ab, wird über drei 9-Volt Batterien betrieben. Und es wird drei Gebäude auf der Anlage geben, die auch alle hier schon mal vorverdrahtet sind und die auch über eine 9-Volt-Batterie gespeist werden. Das Ganze jetzt mal rumdrehen. So. Gut. Also, hier oben, das ist der Schalter fürs Licht. Sieht man jetzt, glaube ich, nicht mehr. Dann haben wir hier einen Schalter für die Fahrbahn. Also der obere ist für den oberen Kreis, der untere Schalter für den unteren Kreis. Und hier ein Fahrtrichtungswechsler. Und hier neben noch, ich weiß nicht, ob man das überhaupt sehen kann, hier sind Regelwiderstände. Mit dem kann ich dann ein bisschen die Geschwindigkeit kontrollieren. Also der Gedanke hinter dem Ganzen ist, das soll ja eine Kofferanlage werden und ich möchte das so einfach wie möglich halten, also ohne Trafo mit Anschlusskabel und so weiter, einfach die Anlage aus dem Koffer nehmen und laufen lassen. Okay. I just said some words regarding the electricity of this layout. This button is for the light to switch on and off. And here are two buttons to switch on and off the upper and the lower level of the rail of the tracks. That's to change the direction of the tracks. Very simple. And this is to manage how fast the trains will run. And here are the batteries, one for each circle and one for the light. Okay,
Das war es jetzt also soweit zur Elektrik und ich will jetzt mal ein bisschen weiter basteln. Das wäre sie also, meine Koffer-Winteranlage. Mit den Bäumen bin ich noch nicht so ganz zufrieden, aber ich habe so auch meine Zweifel, ob ich da in Z wirklich schöne Bäume bekomme. Ich werde noch ein bisschen experimentieren. Der Michael Schulz hat mir da einen Vorschlag gemacht, hat mir auch Bilder geschickt, das werde ich mir jetzt mal anschauen. Aber sag mal, fürs Grobe ist die Anlage fertig. Die Züge fahren und ja, jetzt kommt sie in den Koffer und darf warten bis zum nächsten Winter. Bis dann, tschüss. Okay, that's my winter layout and it's no, it's not ready, but most of the work is done and I will see if I can find some better trees. But I think it will be difficult to find good trees in Z scale. So, okay, we will see. And the layout will now, not immediately, but it will go to a summer break and will come back in winter 2024-25. So, let's see what will come and... Stay curious. Okay, bye bye.